Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem nagelneuen Video hier bei mir bei Big George Full. Und ich möchte euch in diesem Video ein paar Antest-Plektren zeigen, die ich von einem Herrn aus Facebook bekommen habe. Der macht selbst Plektren oder hat es zumindest vor, hat ein paar Testserien gemacht, Testexemplare, die ich mir dann mal so genauer anschauen kann. Und ich zeige euch die jetzt erst einmal und im Anschluss gibt es ein paar Informationen darüber, ja. Gleich vorweg, ich habe hier zu Hause, hier besonders an dieser Gitarre, jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Darum bitte ich mögliche Verspieler-Fehler an der Gitarre spielen. Ja, egal, also wenn ich falsch oder schlecht spiele, bitte ich das zu entschuldigen. Ja, ich komme ja schon wieder rein. Also, das erste Plektrum ist Stärke 0,6. Ja, oder 0,6. Ja, ich meine, ich glaube, er hat es auf eine andere Art und Weise dieses, also auf diese Plektren drauf graviert, ist egal. Also auf jeden Fall 0,6 Stärke. Nächste wäre Stärke 1,5 Kamera, Dankeschön, dass du so gut funktionierst. Stärke 1,5. Thank you.
So, Freunde, 1,5. So, und wieder ein Sticker, 2,0. Es wird immer dicker. So, Leute, und jetzt das dickste Ding hier im Dings-Quartett, im keine Ahnung, wie viel es gerade sind, 6, 7 Stück, 7, ja? Ne, eigentlich 8, 9. Also, 3,0, boah, fühlt sich voll dick an, ey.
So, und dann gibt es hier noch ein, eins ohne, ganz ohne Beschriftung. Keine Ahnung, was es ist. Es ist relativ im Verhältnis zu den anderen. Naja, weiß nicht. Mal gucken. So, dann haben wir noch zwei Special-Dinger hier aus dieser Carbon-Plektrin-Reihe. Und zwar ist es hier so ein, eher so ein dünnes, so ein Bass-Plektrum. Kein Bass-Plektrum. Also ein kleineres Teardrop. Kein Teardrop. Also jedenfalls dünner mit so einem, wie man sieht, Nuklearzeichen drin. Und dann, wie ich jetzt hier finde, das ist das Ungewöhnlichste, weil es hat eine schöne Gravur, ein schönes Muster, sieht schön aus. Wie klingt? So klingt's. Thank you.
Ja, das waren die schwarzen, das war die schwarze Serie, die schwarze Reihe. Jetzt kommt noch eine etwas kleinere, eine wesentlich kleinere Version grüner Black drin. Und da fange ich gleich auch mal an. Wir haben hier leider keine Stärkenbeschreibung. Darum zeige ich jetzt mal hier, dass ungefähr in der gleichen Stärke ist wie das andere schwarze, das ohne Beschriftung ist. Ja. Dann kommt hier mein persönlicher Favorit hier aus der gesamten Serie eigentlich, muss ich sagen. Dieses Grüne mit dem Smiley drauf. So, dann gibt es noch eins aus dieser Serie, die mehr so in diese Bass-Plektrum-Ecke passt. Ziemlich dünn. Ja. Dann haben wir hier noch eins, hier auch,
gleiche Symbol mit dem Nuklearzeichen. Nochmal. Und zu guter Letzt, last but not least, so, Freunde, und jetzt direkt zu den Plektren. ein paar mehr Informationen. Und zwar haben wir ja jetzt hier, wie ihr schon sehen könnt, Plektren aus zwei verschiedenen Materialien. Vorab schon mal, also diese schwarzen, die bestehen aus einem Kunststoffgemisch oder aus einem Kunststoff, das heißt PLA, also Paula Ludwig Anton. Die Grünen sind aus einem Kunststoff, der wohl im Moment als neu gilt und besonders stabil und besonders reißfest und daher besonders sehr gut geeignet für Gitarristen. Weil wir wissen ja alle, wenn man mit den Gitarren spielt, mit den Plektren spielt, das dauert immer eine gewisse Zeit, wo die Plektren halten und dann fängt das Kunststoff an, sich immer mehr so abzutragen, ja. So, und es ist jetzt hier bei diesen Grünen hier, also bei allen beiden Varianten, aber speziell, wie ich finde, bei den Grünen hier, die bestehen aus PETG, also Paula Emil Theodor Gustav, also PETG, sind sehr, sehr haltbar, muss ich sagen. Ich habe die jetzt die letzten Wochen getestet an der Akustikgitarre sowie auch an der E-Gitarre. Und ich muss sagen, ja, also sie halten, also die kaputt zu kriegen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja, also ich habe mich insbesondere auf zwei Modelle konzentriert. Das waren einmal hier dieses Grüne mit dem Smiley-Muster drauf und hier das Schwarze hier. Vom Gefühl her würde ich sagen, beide Versionen, also generell alle hier, liegen eigentlich ganz gut in der Hand. Mir gefällt das Gefühl des Plektrums in der Hand, gefällt mir am Grünen
eigentlich noch besser als bei den Schwarzen, weil wir haben ja einmal hier diese Musterung oder dieses Muster, dieses Greifmuster auf beiden Seiten. Das hilft gerade Leuten oder gerade Gitarristen, die Schwierigkeiten haben, ihre Plektren zwischen den Fingern zu halten, wenn sie schwitzen. Ja, kann sehr hilfreich sein für diejenigen. Ich empfinde es als wirklich perfekt, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, das Plektrum hier ist im Moment so mein Liebling. Damit spiele ich auch auf der Gitarre, auf der E-Gitarre. Wobei ich finde, dass die Grünen allgemein besser klingen, akustisch gespielt, ja. Ist natürlich eine Geschmackssache. Ich habe es auch auf der E-Gitarre gespielt. Nicht so mein Fall. Auf der E-Gitarre finde ich dann besser, sind dann die Schwarzen geeignet. Die Schwarzen, die haben alle auch dieses leicht geriffelte Muster. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Aber die Plektren, die haben alle ein leicht geriffeltes Muster im Kunststoff. Das hilft auch, den Grip ein bisschen zu halten. Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, gerade bei diesem schwarzen Material aus PLA, ist gerade dann, wenn man anfängt ein bisschen zu schwitzen, fühlt sich die Oberfläche so ein bisschen klebrig an. Ja, was unter Umständen bedeuten kann, dass man das Plektrum noch besser kontrollieren kann und es noch weniger aus der Hand herausrutschen kann, herausfallen kann. Und es ist schon mal eine ganz gute Sache. Also von daher würde ich sagen, auf jeden Fall, diese schwarzen Plektren sind für Gitarristen mit schwitzigen Fingern am allerbesten geeignet, würde ich sagen. Ja. Was jetzt so die Verarbeitung angeht, ja, also was ich jetzt ein bisschen dazu erzählen kann, der Hersteller dieser Plektren, das ist Hans H. Also wer ihn kontaktieren möchte, ein bisschen Schnack mit ihm halten möchte, der freut sich bestimmt gerne. Der schreibt sich Hans mit Doppel-S und H, also Heinrich und Anton. Könnt ihn gerne mal anschreiben. Der hatte mir erzählt, wie das dazu gekommen ist, dass er diese Plektren gemacht hat. Und zwar, der hatte ursprünglich die Idee, zusammen mit einem Freund Humbucker-Rahmen zu machen, weil er und er, die wickeln wohl, wie ich das verstanden habe, Humbucker selber und wollten dafür auch angepasste eigene Humbucker-Rahmen machen, haben sich extra dafür einen 3D-Drucker gekauft für einige tausend Euro und haben dann gemerkt, jedes Mal, wenn sie eine Gitarre anspielen wollten, antesten wollten, war kein Plektrum zur Hand. Ja, das Problem kennen wir alle, Leute. Ja, die Plektren, die verschwinden schnell, sind die im Nirvana oder im Jenseits. Irgendwann, wenn wir zu unseren Vätern zurückkehren, werden wir sie auf dem Weg dorthin überall finden, auf dem Boden liegend. Aber das war jedenfalls so die Grundidee. Also die eigentliche Idee waren eben die Humbucker-Rahmen und dass er jetzt hier angefangen hat, mit Plektren herzustellen, ist halt eher Zufall gewesen. Also, ne? Er hat jetzt nicht nur diese Plektrum hier im Sortiment, wie ich das verstanden habe, aus diesem schwarzen PLA und dem grünen PETG Kunststoff, sondern er hat auch wohl noch andere Variationen. Er hat mir jetzt nur diese hier zur Verfügung gestellt zum Antesten und ja, finde ich auch, genügt auch. Ja, vor allem möchte er sie in kleiner Serie produzieren, also es soll jetzt nicht bei Thomann oder bei Session Music oder generell international erhältlich sein in den Musikhäusern, sondern es geht eher darum, kleinere Serien herzustellen aus einem bestimmten Kunststoff mit einem schönen Muster, wie auch immer, die aber auf jeden Fall auch bezahlbar sein sollen. Ja, so, wer sich jetzt dafür interessiert, wie gesagt, kann sich gerne mit ihm in Verbindung setzen. Der Mann, der freut sich bestimmt. Und ja, weiter. Also die Verarbeitung. Ich nehme jetzt mal eins hier heraus. Und zwar ist das Stärke 2,0. Was ich jetzt hier herausgefunden habe beim Gucken, ne, aus was ist es gemacht, wie ist es gemacht und so, ist mir aufgefallen, gerade diese schwarzen hier wirken, vielleicht liegt es auch am Material, ein bisschen rough, also ein bisschen roh. Ja, also die Kanten hier, die sind... Also wenn man verwöhnt ist von diesen großen amerikanischen Herstellern, die da Plektren produzieren, da sieht alles gestriegelt und gebügelt und gepoliert und was weiß ich noch. Also es sieht wirklich makellos aus, ja. Das ist jetzt zumindest hier bei diesen hier nicht unbedingt der Fall.
Ich weiß aber auch, dass das jetzt nur Prototypen sind, ja. Also ich möchte jetzt nicht verteufeln, dass das die Arbeit schlecht ist. Wie gesagt, das sind nur Testobjekte, Prototypen sozusagen, die mit wahrscheinlicher Sicherheit auch nochmal verbessert werden. Auf jeden Fall würde ich persönlich hier mal schauen, dass ich dann hier vielleicht die Oberfläche hier besonders an diesen Schnittkanten ein bisschen mehr glätte. Weil an bestimmten Stellen sieht man dann schon, dass ich hier so ganz, ganz leichte Kunststofffaserteile oder Reste, wie auch immer, so ein bisschen vom Plektrum lösen. Es sieht dann so aus, quasi wie ein Sack mit Haaren, also so ein bisschen, um es mal so bildlich da zu erklären. Ja, aber ich sag mal so, für Testobjekte sind die absolut ausreichend, ja, also. Wie gesagt, lieber Hans, falls du dieses Video siehst, ich vermute es, dass du es siehst, weil ich werde dir den Link dazu schicken, ist klar. Ein kleines Verbesserungsurteil oder Verbesserungsvorschlag von mir. Auch gerade diese aus diesem schwarzen Kunststoff ein bisschen besser entgraten, abkanten, abrunden, wie auch immer, damit es auch ordentlicher aussieht. Und ja, ansonsten ist der Kunststoff wirklich sehr, sehr stabil. Ich habe wie gesagt, Tage damit gespielt und so gut wie kein Abrieb, ja. Also, das sieht jetzt hier aus, als ob jetzt hier schon einiges abgetragen wurde. Ich muss aber sagen, das Plektrum kam genauso an, ja. Genauso die anderen, also die einzigen Plektren, wo jetzt der Hans gesagt hat, ich möchte so dieses eher traditionelle Cutting, Shaping, wie auch immer haben, ist, würde ich sagen, jetzt hier bei diesem hier, aus diesem grünen PETG Kunststoff. Das soll wohl, würde ich jetzt mal so vermuten, ja, für so Akustikgitarren, für Western-Gitarren brauchbar gemacht werden. Wie gesagt, ich habe das ja vorhin auch schon angespielt. Da ist die Rückseite zwar auch, ja, griffig irgendwie, die andere Seite aber doch noch mehr, weil da ist dieses Riffelmuster mit dabei. Aber auch hier muss ich sagen, und da habe ich auch teilweise mit diesem Plektrum ein bisschen Probleme gehabt beim Spielen, dass dann halt eben hier so die Kanten, also das sind auch wieder bestimmte, man hört es, ja, also wenn man so damit spielt, dann bleibt man auch gerade bei den Upstrokes öfter mal an den Seiten hängen, und das finde ich, muss nicht sein, sage ich ganz ehrlich. So ist das Plektrum ganz toll. Wenn hier die Kanten wirklich schön abgerundet wären, würde das Plektrum sich perfekt zwischen die Finger bringen und auch einen sehr guten Sound an der Gitarre, einen schönen, brillanten Sound an der Gitarre verursachen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur bei diesen Testobjekten hier der Fall sein soll. Lieber Hans, ich würde, ja, also einfach hier nach dem Ausstechen, also aus dem Dings auspressen, aus dem 3D-Drucker, einfach nur mal gucken, dass das hier, wenn du das wirklich machen möchtest, so in die Serienproduktion, kleinere Serienproduktion, bisschen besser hier die Kanten abrunden, vielleicht auch mal kurz anspielen, bevor du sie verschickst oder so, weil wenn man dann mit der Seite dann da hängen bleibt an so kleinen Kunststoffteilen hier, vor allem auch von allen drei Seiten nutzbar, ja, vielleicht auch von beiden Seiten nutzbar, weil nicht jeder mag am Daumen dieses griffige Gefühl, und da ansonsten würde ich sagen, wenn das mit der Kante hier erledigt ist, ist das ein einwandfreies, super tolles Plektrum, muss ich sagen, ja. Dann haben wir ja hier diese beiden Special-Serien-Special-Plektren, die jeweils dasselbe Muster bekommen haben, ein eingraviertes Muster. Ob das jetzt das Logo des Firmeninhabers, also das vom Hans sein soll, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es stylisch, sieht gut aus, und vor allem hier haben wir die Spitze, die ist wesentlich spitzer als bei den anderen Plektren, ja. So vom Shaping her ist es auch eher zulaufend, also von hinten nach vorne spitz zulaufend, allerdings jetzt nicht gleichmäßig von beiden Seiten nach vorne zur Spitze hin durchgeschliffen, sondern einfach nur, man sieht es hier vielleicht, ich versuche es besser zu zeigen, die untere Kante ist quasi so der Boden, und oberhalb wurde dann einfach heruntergefeilt oder geschliffen, halt eben mit dem 3D-Drucker, da kann man auch hier so sehen, wie dann der Drucker seine Bahnen
seine Bahnen gezogen hat. Und ja, dasselbe Problem, aber auch hier, zumindest bei diesem hier, bei dem schwarzen, die Kanten könnten ein kleines bisschen besser sein, ansonsten sind die beiden absolut baugleich, ja, also für jemanden, für einen Shredder, also nicht jemanden, der Dinge kaputt macht, ja, sondern einfach, also jemand, der gerne soliert, sag ich mal, ein Solist, jemand, der gerne schnelle einzelne Töne spielen möchte, ist dieses Plektrum, wie ich finde, ich persönlich, am besten geeignet, weil halt eben die Spitze so herausragend hier herausschaut und ausgeprägt ist mit diesem Griff, der sich ja hier auch hier hinein, so ein bisschen hineinfräst in das Plektrum, lässt es sich auch sehr gut halten, ja, also wer da das Plektrum verliert, ist selbst schuld, da muss ich ehrlich sagen. Ich persönlich, ja, also wie gesagt, es ist nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung jetzt, ich mag diese beiden Plektrum jetzt nicht unbedingt, einfach weil ich mag das mehr, also dieses Schrammeln, Songwriter-Gedudel so. Solieren tue ich eigentlich kaum, aber für die Leute, die das machen, die Pentatonik-Artisten unter euch, die werden mit diesem Plektrum sehr wahrscheinlich sehr viel Spaß haben, vor allem, also diese Carbon, also diese schwarzen Plektren hier klingen, wie ich finde, eher dunkler, dumpf, nee, nicht dumpf, wärmer vielleicht, kann man sagen. Und diese Plektren hier, diese grünen, die sind eher höhenreicher, würde ich sagen. Muss man wissen, was einem gefällt, kann man sich dann eben dann zulegen. Ja, vielleicht möchte dann der Hans auch mal demjenigen von euch, der interessiert daran ist, vielleicht auch mal ein Exemplar zum Test zuschicken. Und ja, je nachdem, wie sich das halt entwickelt, entwickelt sich es halt, ja. Ja. So, womit ich persönlich auch weniger zurechtgekommen bin, das sind dann diese beiden hier. Einfach, weil ich diese Form nicht gewöhnt bin, ja. Und dass ich hier, wenn ich hier das Plektrum zwischen den Fingern halte, meine eigene Haut fühlen kann, hier darunter, ist auch sehr ungewöhnlich. Heißt nicht, dass sie schlecht sind. Ja, also nicht falsch verstehen, es sind auch super Plektren, alles beide, klingen auch sehr gut, aber auch hier, das Grüne ist besser, auch abgerundet, abgekantet, wie das Schwarze hier, das betrifft eigentlich alle Schwarzen. Ja, also, wie gesagt, da kann man noch so ein bisschen nachfeilen, ein bisschen nachbessern. Ansonsten, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Schwarzen hier am besten geeignet sind für so E-Gitarrengedudel. Ja, je nachdem, zum Shredden, also Solieren oder auch zum Schrammeln. Zum Schrammeln eher, würde ich sagen, also auf der Western-Gitarre oder auch auf der E-Gitarre, sind so, würde ich sagen, diese drei Stärken, ja, so, diese drei Stärken, vier Stärken, würde ich diese hier. Dann, wenn es härter zur Sache gehen soll, die da hier. Ja, ich habe das ja alles ausprobiert. Und ja, so ein Allrounder. Ich würde dieses Plektrum hier, dieses, was völlig unbeschriftet ist, was ich euch nicht zuordnen kann, welche Stärke soll es sein, kann ich nicht zuordnen. Aber ich würde das jetzt auch sagen, das ist so eine Art Allrounder. Damit kann man auch schön ja, so ein bisschen ne, solieren, balladig ein bisschen spielen, Arpeggio und sowas. Das geht mit dem schon. Ja. So, und wobei die dann halt eher dann ne, akustisch, Allrounder, E-Gitarre, ja. Ist natürlich jetzt meine eigene Interpretation. Also, so würde ich es halt eben sehen jetzt, ne? Also, wie gesagt, viel mehr kann ich zu diesem Plektrum jetzt auch nicht unbedingt erzählen. Es sind coole Plektren, schöne Plektren, die man sich mal anschaffen kann. Wie gesagt, Hans hat mir gesagt, er möchte die Dinger nicht so teuer machen, damit sie sich auch andere Leute leisten können. Definition teuer, billig ist immer so eine Sache, da muss man wissen. Am besten schreibt ihn an, Freunde. Ich schreibe jetzt gerade mal noch hier hin. Seinen Namen. Hans H. Ja, also wenn ihr ihn unter diesem Namen sucht, solltet ihr ihn auch finden auf Facebook. Könnt ihr ihn gerne anschreiben. Wie gesagt, der freut sich. Okay, Freunde.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt gerne, gerne auch den Hans selbst. Lieber Hans, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für die Testsendung, die ich mir ein paar Wochen lang hier anschauen und durchtesten konnte. Ich hoffe, auch du bist zufrieden mit meiner Arbeit hier. Ansonsten wünsche ich dir auch viel Erfolg mit deinen Plektren hier. Und bis dann, Freunde. Lieber Hans, bis bald. Und tschüss, Freunde. Und rock on.